Hallo und herzlich willkommen, euer Wizard am Start. Und heute ist ein ganz besonderes Projekt mit den Lieben. Bitte schön, stell dich vor. Ja, hallo, hier ist der Nachdenker. Ein ganz besonders positiv bestärkendes Hallo an dich. Ich finde es super, dass wir beide hier jetzt mal etwas Neues auf unseren Kanälen probieren, nämlich ein Video zu zweit und nicht mehr alleine. Über welches Thema soll es heute denn gehen? Über die Philosophie des Lebens. Und Oh, bevor ein wir Wort. anfangen, will ich noch herzlichst die Nachdenker-Community grüßen. Jo. Jo, und ich natürlich auch ganz herzlich die Community vom lieben Wizard. Ja, also schön, dass ihr hier einschaltet und mit dabei seid. Das ist auf jeden Fall unser Pilotprojekt und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ganz Also, klar. Leben. Was verstehst du unter Leben? Was ist für dich Leben? Naja, einerseits ist es erstmal das, was man. Jetzt ist die Frage, ist Leben das, was wir uns eigentlich aussuchen? Da müsste man jetzt weiter ausholen und eigentlich bei der Geburt anfangen, beziehungsweise schon davor. Denn wir können ja jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir entweder die These vertreten, dass wir einfach so ins Leben gekommen sind, einfach so, da waren wir schon, sind ans Licht des Tages gekommen, oder wir können sagen, naja, Moment mal, wir wurden zwar geboren, ja, und ins Leben reingeboren, aber das war nicht einfach ein Zufall, sondern wir selber haben uns dazu entschieden, entweder mit dem Hintergrund, dass es einer Wiedergeburt vielleicht gab, dass wir schon mal gelebt haben und einfach noch mal ins Leben zurück wollten, oder es unser erstes Leben ist, oder dass wir sagen, nein, nein, alles Quatsch, wir sagen, wir sind einfach so zufällig ins Leben gekommen und das ist unser erstes Leben. Dann wäre natürlich jetzt spannend, was du meinen würdest. Meinst du, es war etwas Freiwilliges, eine Entscheidung unsererseits, ins Leben zu kommen? Oder meinst du, es war einfach, es ist einfach passiert? Ich persönlich, da das Universum ja mit einer kompletten Präzision entstanden ist, aus einer vielleicht einer Singularität, was ein absolut kleiner Punkt ist. Und ja, ich glaube nicht, dass das Leben zufällig da ist. Ich glaube auch, dass Menschen und Tiere Seelen besitzen und dass wir quasi das Gott. Also, ich nenne es jetzt mal Gott, oder wie du in deinem Video gesagt hast, das große Fragezeichen. Genau. Genau. Es ist einfach, dass dieses große Fragezeichen durch uns denkt, quasi, um so noch mehr zu erschaffen, vielleicht sogar. Es gibt ja auch Theorien, dass alles, was möglich ist, schon existiert. Jo. Jetzt war ich Wie beim Schluck. genau meinst du, dass das alles schon existiert? Naja, gehen wir mal von dem Prinzip aus, es gibt die Vergangenheit, es gibt die Gegenwart und es gibt die Zukunft. Wenn diese Singularität, ich glaube zwar an ein Multiversum, aber gehen wir mal davon aus, dass es eine Singularität gegeben hat und die hat sich expandiert. Ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es hat sich schnell ausgedehnt. Es hat alles Genau. erschaffen, was möglich ist. Wie würdest du dann zu dem Gedanken stehen? Denn wenn wir von Leben sprechen, meinen wir ja, denke ich, auch die Gegenwart, vor allem die Gegenwart. Denn jetzt, in diesem Moment, würde sich ja das Leben oder alles Leben jetzt gerade abspielen. Wie stehst du dann zu der Frage, oder der Vorstellung, dass wir sagen, dieser Moment, dieses Jetzt, unsere Gegenwart, ist nicht nur als Gegenwart existent, sondern zeitgleich auch die Vergangenheit und Zukunft. Jetzt an dieser Stelle, in diesem Augenblick. Das heißt, die Dinosaurier, die Ja. sind an einer bestimmten Stelle auf der Erde vor so und so vielen Jahren herum. Und heutzutage laufen wir darauf herum. Also, dass wir uns vorstellen, die Gegenwart als solche existiert natürlich nur jetzt, aber Ja. es hat ja schon mal Leben in der Vergangenheit gegeben und es wird wahrscheinlich auch Leben in der Zukunft geben, sodass wir also doch sagen können, in einer Vorstellung, Leben, alles, was war, alles, was noch kommt, beziehen wir auf einen Punkt jetzt in der Gegenwart. Ja, das ist das, ich persönlich glaube nicht, das war vorher nur eine Theorie, ich glaube nicht, dass die Zukunft existiert und die Vergangenheit existiert in dem Fall auch nicht,
weil wir immer im Moment leben. Man kann zwar mit seinen Gedanken, mit dem Gehirn, ein Tier denkt ja auch nicht über seine Zukunft nach oder lebt in der Vergangenheit, aber wir haben ein Bewusstsein entwickelt und mit dem kann man sich reindenken in die Zukunft oder zurückdenken in die Vergangenheit. Was aber nicht bedeutet, dass diese existieren. Im Gedächtnis kann das existieren, aber es existiert immer das ewige Hier und Jetzt. Ich frage mich gerade an dieser Stelle, wenn wir mal vom Leben sprechen, wenn wir mal davon ausgehen als Metapher, dass das Leben kein abstrakter Begriff ist, den wir alle kennen, aber der auch so undefinierbar ist, sondern dass wir sagen, das Leben stellen wir uns mal kurz vereinfacht, sehr vereinfacht als Personifikation da. Also das Leben ist jetzt ein Mensch, sodass wir also mit dem Leben sprechen können. Wenn wir das mal kurz vorstellen, das Leben, egal was wir uns darunter vorstellen, ist ein Mensch und den jetzt fragen, ne, den Mensch des Lebens, nennen wir ihn mal so, und den fragen wir jetzt, du Leben, sag mal, pass mal auf, haben wir das eigentlich richtig verstanden? Sollten wir nur in der Gegenwart leben und die Vergangenheit und die Zukunft einfach mal etwas weniger berücksichtigen, sondern nur in der Gegenwart leben? Oder meinst du, personifiziertes Leben, es ist wichtig, dass wir sogar vielleicht nicht besonders in der Gegenwart leben, sondern viel mehr in der Vergangenheit oder viel mehr in der Zukunft leben sollen? Also was meinst du, würde uns das Leben als Person antworten? Was hat das Leben sich denn jetzt gedacht, wie wir Menschen jetzt mit der Gegenwart der Vergangenheit und der Zukunft umgehen sollen? Also ich persönlich glaube, dieses Mensch als Leben dargestellt würde uns raten, jeden Moment so zu nehmen, wie er ist, das Beste draus machen. Und natürlich ist fürs Leben, fürs Hier und Jetzt auch die Vergangenheit und die Zukunft ein Thema. Weil in die Zukunft kann man planen, in der Vergangenheit kann man einfach handeln. Kann man immer in der Gegenwart. Das ist einfach aktiv. Da ist man immer. Man ist immer in der Gegenwart. Auch, man ist ja auch in der Gegenwart, wenn man plant. Dann plant man die Zukunft. Aber man kann nie heraussagen, ob diese Zukunft dann eintrifft, weil sie nicht existiert. Man kann sie nur planen. Und sie wird auch nicht existieren, sondern im Hier und Jetzt wird der Weg in diese Richtung geebnet, könnte man sagen. Was ich jetzt spannend finde, ist natürlich die Frage, hat das Leben Angst? Hat das Leben Angst davor, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt, jetzt wahrscheinlich natürlich in der Zukunft, oder irgendwann in der Gegenwart der Zukunft, dass es irgendwann mal passieren kann, dass das Leben nicht mehr existiert, dass irgendwie ein Meteorit auf die Erde einschlägt, alles Leben irgendwie verschwundibus ist, und hat das davor vielleicht sogar Angst, wenn wir es als Person mal verstehen, dass es auch selber so gesehen, ne, wenn das personifizierte Leben jetzt ein Mensch ist, das Leben ist ein Mensch, dass es selber Angst davor hat, zu sterben. Das, wenn das Leben eine Person wäre. Und das Leben ist ja auch quasi immer eine Person. Wir sind ja auch eine Person. Jedes Tier ist ein Wesen, das lebt. Aber wenn man alles Leben als eine Person sieht, würde das heißen, sie hätte alle gemischten Gefühle dazu. Aber Angst auch. Ich kann es aus meiner Kindheit beschreiben. Da habe ich so eine Zeit gehabt, ich weiß nicht, da war ich so 12 oder so und habe viel über den Tod nachgedacht, dass entweder aus ist, also ich habe nicht an Gott oder so geglaubt, also ich habe mir vorgestellt, dass Leben einfach aus ist. Es ist einfach schwarz, nichts, man erinnert sich an nichts, man weiß nichts. Also jetzt sehe ich das so, es gibt ein Leben nach dem Tod, weil Energie kann nur umgewandelt werden und nicht zerstört werden. Das ist natürlich ein super spannender Gedanke, denn ich glaube, das wurde auch schon in der Wissenschaft nachgewiesen, dass wenn Leute gestorben sind, es messbar war, dass trotzdem irgendwie eine Energie da war, beziehungsweise die nicht verloren war. Es wird davon ausgegangen, wenn ein Mensch stirbt, dass in der Physik davon ausgegangen wird, Energie geht niemals verloren, sondern verwandelt sich nur in Genau. irgendetwas anderes. Genau. Also, dass du sozusagen sagst, wenn das Leben eine Person ist, hat es natürlich viele Gefühle, weil das Leben alle Tiere, Pflanzen, Ja, Menschen, genau. aber das Leben vielleicht gar nicht mal ausgelöscht werden kann, selbst wenn die Erde irgendwie nicht mehr existieren würde mit dem Leben drauf, denn
Der Tod muss nicht bedeuten, dass es kein Leben mehr gibt in der Hinsicht, sondern dass das Leben sich nur in etwas anderes verwandelt hat, was wir jetzt einfach nicht mehr Leben nennen, aber ja dennoch aus Leben hervorgegangen ist. Eine Fusion oder eine Erweiterung vielleicht Ja. des Lebens. Jetzt muss man natürlich fragen, ist der Tod dann ein Upgrade? Ne, ist das Leben dann nach dem Tod irgendwie besser oder ist es dann irgendwie schlechter? Das ist natürlich auch wieder eine Frage. Ich persönlich glaube ja daran, ich habe eine Schizophrenie und habe schon viel Erfahrung gemacht und habe durch die Schizophrenie etwas Spiritualität in mir erwecken lassen. Früher war ich sehr weit drinnen in der Spiritualität, fast schon übertrieben weit. Und jetzt habe ich halt meine Mitte mehr gefunden. Und jetzt bin ich der Meinung, dass Seelen einfach inkarnieren, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Und dass halt außerhalb vom Universum auch ein Leben existiert. Weil wo vielleicht gar keine Dualität mehr existiert. Wir leben ja in der Dualität. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das Leben eine Person ist, die natürlich alle Leben in sich vereint, aber trotzdem eine Person ist, ein Ergebnis aus dieser Summe dieser vielen Leben, sozusagen ein eigenständiges Leben in der Vorstellung kurz bildet und jetzt einfach mal so durch die Fußgängerzone läuft als Person. Ja, und was würde es machen? Würde es als Person genauso leben wie wir alle Personen? Oder wäre es entsetzt? Ah, wie könnt ihr alle hier einkaufen gehen? Oder ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, ne, wie ihr leben sollt. Oder wäre es sogar zu Tränen gerührt und würde sogar denken, boah, was für eine Perfektion, wie toll ist denn das? Ne, jeder ist einzigartig. Das genauso habe ich es mir vorgestellt, ist sogar noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Also wäre das Leben als Person zufrieden, wie wir jetzt auf den ersten Blick in der Fußgängerzone leben, was wir so tun, oder wäre es erschrocken und hätte sich was ganz anderes gedacht? Also ich kann es nicht von deren Leben als Person sagen, ich kann es aus meiner Sicht sagen. Ich persönlich, mein Sinn des Lebens, den ich mir selbst definiert habe, ist nicht irgendwas Großes zu werden, ist nicht irgendeinen tollen Job zu haben oder so, sondern der Sinn des Lebens ist das Leben an sich, es zu genießen, seinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Und so einfach voranschreitet. Man muss zum Beispiel auch nicht spirituell sein, glaube ich, dass man ein Leben nach dem Tod hat. Man muss einfach diese Erfahrung machen, aus Fehlern lernen, sich weiterentwickeln und das Leben auch genießen und nicht immer so viel Angst davor haben. Ich glaube auch, und selbst wenn man viel Angst hat oder irgendwie eine schlechte oder eine negative Zeit aus seiner Sicht gerade verbringt im Leben, dass es trotzdem ein Leben ist, also Leben trotzdem bedeutet, Gefühle jeglicher Art zu erleben. Solange man etwas fühlt und wenn es Schmerz ist oder wenn es Kummer ist, ja trotzdem Leben ist. Also erst wäre es, glaube ich, ein Problem, wenn wir gar nichts mehr fühlen würden. Ich glaube, dann wird es ein bisschen kritisch. Aber solange wir ein Gefühl haben, egal was es auch immer sein mag, ist es dennoch Leben und es ist dennoch etwas Lebreiches in einem, ne? Etwas, was einen auch weiterbringt, was einen voranbringt. Also es ist ein Stillstand in der Hinsicht kann es gar nicht geben. Ja, und natürlich wäre dann auch wieder die Frage, naja gut, wenn das Leben jetzt eine Person ist, mit wem wäre das Leben denn dann beispielsweise befreundet? Also wäre das Leben gar mit dem Tod befreundet? Oder ja, also was kann da denn noch weiter dann passieren? Denn das Leben ist ja so groß, dass uns alle vereint einerseits, aber ja eigentlich fast über uns steht, ne? Weil wir selber, das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Zwischenfrage, können wir selber beeinflussen, können wir selber das Leben beeinflussen oder sagst du, nee, nee, das Leben hat feste Gesetze, ich meine, wir brauchen Luft zum Atmen, da kann man jetzt nichts dran rütteln, ne? Also wir können gar nichts beeinflussen, das Leben gibt uns viel zu viel vor und wir sind nur Teil des Lebens, aber wir sind nicht das Leben. Oder sagst du, ganz egal, wir sind das Leben und wir können sehr wohl was beeinflussen. Meiner Meinung nach, Sind wir Gefangene im Leben oder sind wir Freie im Leben? es kommt darauf an, wie man auf das Leben reagiert.
Wenn man wirklich gefangen ist im Leben, ist man mehr in seinem eigenen Wesen, in seinem eigenen Kopf gefangen. Aber insgesamt ist das Leben will, dass wir uns frei entfalten. Da gibt es dann noch natürlich den Staat, Städte, Länder, Konsulate, alles Mögliche und Gesetze natürlich viele. Und dann, das ist einfach eine Gesellschaft, in der wir leben. Es ist einfach die Gesellschaft, wir sind reingeboren worden, aber ich finde, wenn man wirklich frei sein will, muss man seinen individuellen Weg gehen und den kann man sich auch selber schmieden, ne? Man kann sich selber aussuchen, in welche Richtung man geht. Ja. Genau, das, ich denke, das Leben gibt schon einen gewissen Rahmen vielleicht vor, aber das Gemälde, das diesen Rahmen Das umschließt, malt man selber. Das genau, auf das jeden Fall. gesetzt, ja. Also es gibt, denke ich, ist ganz klar, es gibt viele unterschiedliche Millionen, Trillionen, vielleicht nicht Trillionen, aber ganz schön viele Gemälde in Museen oder irgendwo zu Hause, ne? Und die haben alle irgendwie oder die meisten einen Rahmen, aber alle unterschiedlichen Inhalt, alle unterschiedliche Gemälde und jedes Gemälde, finde ich, transportiert auch eine ganz andere Emotion, die aber aus sich selbst heraus wieder entsteht, aber auch vom Betrachter nochmal vielleicht wieder anders interpretiert Ja, werden das kann. sowieso. Ne? Im Leben gibt es einmal uns und aber natürlich alles andere, was wir dann betrachten. Und dann, wie du schon gerade gesagt hast, liegt es natürlich an uns, wie wir dann reagieren. Ja, also wenn wir Ja. jetzt ein anderes Lebewesen, sagen wir mal einen Baum, sehen, wie reagieren wir dann? Ignorieren wir den und sagen, ach, das ist ja nur ein Baum, das Ich interessiert kenne mich. beide Arten von Leute. Wenn viele Menschen glauben, ja, es ist ein Baum, Brennholz, meiner Meinung nach ist das Leben, die Welt atmet durch die Bäume unser ausgestoßenes CO2 auf, damit uns die Welt wieder Sauerstoff zum Leben geben kann. Das hat schon seinen Sinn. Aber die meisten Leute sehen Bäume einfach als Bäume. Also so blöd gesagt jetzt, aber nichts Besonderes halt. Gibt's aber, ja, überall Also stehen Bäume. kann Aber man dann nicht, wenn ich kann einen man. Baum sehe, wenn ich durch den Wald gehe manchmal und einen dicken Baum sehe, dann umarme ich ihn oder so. Weil man sich auch dadurch erden kann, zum Beispiel. Das ist einfach Leben. Kann man denn eigentlich auch etwas vom Leben verpassen, wenn man jetzt ja, so einen Baum einfach mal gar nicht beachtet? Oder ich kenne das zum Beispiel beim Spazierengehen. Ja, also da haben wir ja unseren Weg vor uns und auf diesem Weg könnten natürlich irgendwelche Blätter oder auch Äste liegen. Und in den meisten Fällen ist es ja so, wenn wir da entlanglaufen, interessieren wir uns gleich null für die Äste, die da Ja. irgendwie auf dem Boden liegen. Aber kann es denn auch dann etwas, kann es nicht eigentlich eine Bereicherung sein, sich vielleicht auch mehr für die in Anführungszeichen unwichtigen Dinge doch zu interessieren? Kann es denn nicht ein großer Schatz dann sein für einen selbst? Es kommt immer auf das Bewusstsein an, weil das regelt das, was man wahrnimmt und wie man etwas sieht. Und ich würde nicht sagen, dass ein Baum als, sagen wir mal, unwichtig wäre. Ein Baum ist eines der wichtigsten Dinge, die wir auf dem Planeten haben, weil wir sonst keinen Sauerstoff hätten, den wir atmen können. Und dann wäre unser Leben nicht möglich. Also da kann man ruhig dankbar sein, finde ich, für die Natur zum Beispiel oder die Tierwelt oder auch für die Menschenwelt, obwohl der Mensch an sich, ich glaube nicht so, dass vielleicht gibt es irgendwo eine Hölle, aber ich glaube, der Teufel ist einfach der im Fleisch gewordene Mensch. Ah, da fällt mir jetzt was ein. Denn jetzt gerade war ja die These, dass vielleicht wir manche Bereiche im Leben da einen Bogen machen. Also um den Teufel machen wir, denke ich, doch eher einen Bogen. Da wollen wir jetzt nicht uns so mit beschäftigen. Ja. Ja, oder im Vorbeigehen beim Baum machen wir vielleicht auch einen Bogen. Doch, jetzt gibt es natürlich was Interessantes, denn ich denke, das ist gar nicht so schlimm, dass wir nicht alles vielleicht wertschätzen, was das Leben uns bietet. Da ist natürlich der Teufel auch gehörig zum Leben. Aber ich denke, es gibt immer irgendeinen Menschen, irgendein Tier, irgendeine Pflanze,
die das wertschätzt, was wir nicht wertschätzen. Das heißt, wenn wir den Teufel nicht wertschätzen, wir jetzt als Person, gibt es aber vielleicht ganz andere Menschen, die den vielleicht ganz anders betrachten. Ich meine, da gibt es ja vielleicht irgendwelche, die den Teufel schon inspirieren oder gut finden. Ja, Das das müssen wären zum Beispiel Satanisten. Die beschäftigen sich genau, ja genau. hauptsächlich mit den Also es Themen. gibt schon Leute, die Meiner sich damit. Meinung nach ist es ist überall irgendwas für alles dankbar. Also die Welt ist für sich selber dankbar, auch wenn es immer durch eine andere Person oder ein anderes Wesen passiert. Und ich finde das eigentlich eine super Vorstellung, dass eben für uns selbst zwar ein Teil des Lebens unwichtig ist oder den wir nicht näher nachgehen oder Aber ignorieren. ein anderer schätzt ihn und hat vielleicht seinen Nutzen auch daraus oder ist ihm dankbar. Ja, ne, natürlich. Also das kann natürlich, wenn ich mir kurz eine Mücke vorstelle, so, dann kann das sein, dass die in den einen Haushalt reinfliegt und nur gerade ihrem Tod entkommen kann, weil sie dann von so einem Wütenden, der in der Nacht deswegen aufgewacht ist, fast mit einem Buch erschlagen würde. So, sie Ja. fliegt wieder raus, geht aber in ein anderes Haus rein und da wird sie ganz anders behandelt. Ne? Da wird sie dann mit einem Glas rausgebracht, fliegt dann wieder in ein anderes Haus rein und vielleicht interessiert den Menschen die Mücke überhaupt nicht und macht gar nichts mit der Mücke und kann sich frei entfalten und ein bisschen Blut saugen. Entweder weil der Mensch schläft und nichts davon mitbekommt, also auch wieder anders reagiert als Ja. die zwei Leute davor, oder aber weil das dann ein ganz besonderer Mensch ist, ne, vielleicht irgendwie ein Guru oder sowas wie ein Jesus, der nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Mücke hat und sagt, ach, nimm doch mein Blut, ich habe genug davon. Und also weißt du, dass diese Das Mücke ist auch interessant, ja. immer was Ja. anderes erfahren kann als Tiere. Ja. Und das ist auch egal, ob jetzt 99% der Menschen, die erschlagen wollen, solange es eben vielleicht dann doch diesen 1% gibt oder 0,01 oder ich denke schon, dass es sowas gibt, dass ja, die Mücke vielleicht nicht schätzt oder besonders toll findet, aber irgendwie sich anders mit ihr arrangiert, ne? Sie akzeptiert auf eine andere Art und Weise. Ich zum Beispiel bin eher durch meine Spiritualität und durch mein Leben einfach mehr drauf gekommen, dass ich kein Tier umbringen will. Ich meine, ich esse trotzdem Fleisch, das ist eigentlich wie indirekter Mord, könnte man sagen. Aber man darf auch nicht zu viel darüber nachdenken. Ich meine, mir schmeckt's. Und wenn es wirklich ein Tier ist, was gut behandelt worden ist, ich werde jetzt nicht Vegetarier. Aber Ja. selber ein Tier töten will ich zum Beispiel nicht. Ich bringe auch keine Fliegen um oder so. Ja, Wenn er eine Käse ist, dann tue ich es auch verwackeln einfach und das wegfliegt. jetzt hatte ich mich schon gerade gewundert, jetzt hatte ich gerade noch die Mücke im Kopf und war gerade ein bisschen stutzig, als du erzählt hattest, dass es dir schmeckt, aber du Also, meintest ja doch. nein, ich meine Fleisch halt, ja. Du Nicht meintest doch. unbedingt die Mücke. Ja. Ey, dazu gibt es auch vom David Precht die Idee oder die Metapher, naja, wie würdet ihr es denn finden? Weil er meinte, naja gut, wir Menschen fühlen uns vielleicht intelligenter als Schweine oder als Tiere, die wir essen. Was würdet ihr aber davon halten, wenn plötzlich Außerirdische kämen und sagen, na Uns Moment mal, essen wir sind würden, aber ja. intelligenter als ihr es sein könnt, Menschen, und kommen dann auf unseren Planeten und wollen uns dann irgendwie aufessen? Das wäre für uns auch nicht toll. Es ist natürlich schon eine sehr Ja. These, die er da trifft, aber trotzdem regt sie natürlich auch zum Nachdenken an. Ich finde, da hat er schon recht, irgendwie auch. Wir würden es auch nicht wollen, gefressen zu werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einem hungrigen Bären gegenübersteht, der denkt auch nicht nach, ob er uns frisst. Das ist Nee. einfach in der Natur so drinnen. Und ich glaube, das ist auch gewollt. Ich glaube ja nicht nur, dass Menschen eine Seele haben, sondern auch Tiere. Und wieder irgendwo anders inkarnieren oder irgendwas anders entdecken können, auch im Jenseits dann. Ja, und ich meine, das Leben, das scheint es ja auch vielleicht nicht unbedingt gewollt zu haben, ist auf jeden Fall aber zuzulassen, Ja, dass genau. ne, sowas passieren Jetzt kann. sage ich dir mal, was ich vom Leben persönlich halte. Also ich persönlich gehe von der These aus, also für mich persönlich ist es so, dass das Leben ein riesiger göttlicher Spielplatz ist, wo man sich einfach austoben soll. Drum finde ich auch jede Religion auf der ganzen Welt, egal ob Buddhismus, Christentum, Juden, egal. Es gibt überall einen richtigen Kern, eine Wahrheit, die stimmt, und auch einen falschen Teil.
Und das ist zum Beispiel ganz interessant für den Hinduismus, ist es, glaube ich, das Bild mit den Elefanten, wo blinde Mönche jedes andere Teil berühren. Und alle stellen sich was anderes dafür vor. Aber keiner sieht den Elefanten. Ja. Also ich selbst, wenn ich mir das Leben mal kurz vorstelle, denke auch nach dem Leben auch an eine Existenz, nur jetzt nicht mit unserem Körper und alles, was wir hier vorfinden, sondern ich stelle es mir eher vor als Seele, als reine Seele, einfach Genau. als Licht, ne, um es vereinfacht zu sagen, einfach als Licht. So, und wir sind da alle Lichter, also es gibt keinen dort, der irgendwie ein schwarzes Licht ist oder so, egal was er im Leben vorher angestellt hat, also das denke ich nicht. Also ich glaube daran, dass wir alle gleichermaßen Licht sind und auch unterschiedliche Lichter, das kann natürlich sein, aber keine negativen Lichter, einfach alles Lichter sind und dann natürlich irgendwann schon mal der Wunsch vielleicht dann auch aufkommt, dass man sich sagt, so ist ja alles schön und gut, nur wir vertragen uns ja auch alle im Himmelreich oder wo auch immer, sind alle schöne Lichter, aber wie sehen wir denn eigentlich aus? Ja, also was ist unser Körper, Dann was tun sind wir wieder inkarnieren und tun wieder unseren Spielraum ausprobieren, was alles möglich ist. Und das genau. austesten und so leben, wie man will. Aber die meisten sitzen im Hamsterrad und leben einfach in ihrer Arbeitsschleife drinnen, arbeiten, bis sie alt sind. Und wenn sie alt sind und nicht mehr können, um das Leben richtig zu genießen, was dann auch nicht mehr so gut möglich ist wie früher. Das ist dann ein Problem. Die sterben dann alleine in Altersheimen zum Beispiel und haben ihr Leben nicht genossen. Was soll man dazu sagen? Zu dem Punkt frage ich mich gerade, wenn wir mal kurz von dem Gedanken der Wiedergeburt ausgehen, kann es denn nicht dann auch sein, wenn wir jetzt echt mehrere, ja, also vielleicht 10-mal auf die Erde kommen oder sogar 100-mal, ja, wenn die Seele unendlich ist, dann könnte das ja der Fall sein, Ja. dass es vielleicht sogar so ist, dass immer dann, wenn wir wieder auf die Erde kommen, wenn wir wieder geboren sind, immer ein anderes Leben führen als davor. Das heißt also immer etwas sein werden. Also mal sind wir der König, mal sind wir der Bettler, mal sind wir der, der immer nur arbeitet, mal sind wir der, der wirklich lebt. Also dass wir wirklich alles einmal vielleicht auch durchleben. Ja, das kann schon sein und es muss ja nicht unbedingt auf der Erde sein. Es kann ja überall anders auch stattfinden oder in einem ganz anderen Universum. Ich persönlich glaube an die Multiversumstheorie, dass wirklich alles, was möglich ist, existiert, was natürlich auch beinhaltet, dass manche Sachen unmöglich sind, sonst würde ja nicht alles eben möglich sein. Ja, also ich denke, das Universum ist schon groß genug. Wobei, jetzt kommt natürlich wieder eine Frage. Wenn wir mal kurz davon ausgehen, in diesem unendlich weiten Universum, da gibt es nicht nur eine Welt, unsere, sondern noch ein paar andere. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Wenn wir mal kurz davon ausgehen, was wäre dann allerdings, sind wir dann von allen möglichen noch existierenden Welten die beste Welt oder sind wir gar die schlechteste Welt? Was würdest du dazu sagen? Naja, es kann schon sein, dass man in einer ziemlich, naja, abgefuckten Welt, es gibt ja viel Böses und so, aber es gibt ja auch viel Gutes. Das Licht und der Schatten in unserem Universum lebt einfach die Dualität, Gut, Böse, Yin, Yang. Und ohne Licht wird es auch keinen Schatten geben, ne? Ich denke, das ist auch schöner, als wenn es nur eine Welt gibt, die zum Beispiel nur gut Ja, das ist, wäre weil dann keine Herausforderung mehr und man wäre nicht so dankbar. und vor allem dann, weil die logische Konsequenz vielleicht auch sein muss, dass es das Gegenteil gibt, eine Welt, die nur schlecht ist. Und ich möchte in keiner Welt leben, die nur Ja, aber schlecht ich ist. bin mir fast hundertprozentig sicher, dass auch Welten gibt, wo es den Leuten schlechter geht, wo mehr Böse leben. Aber es wird auch Welten geben, wo es mehr Gutes gibt. Ganz bestimmt sogar. Und wir sind halt in der Dualität, wir haben es schön gemischt eigentlich von den guten Leuten und den bösen Leuten. Wobei ja auch auf unserer Welt schon verschiedene Welten in Form verschiedener Länder existieren. Wenn man Ja. jetzt in die Antarktis geht, ist das ein völlig anderes Leben, als wir es in der Sahara vorfinden. Ja. Ne? Da sind wir auch hier schon alleine auf der Erde, ohne jetzt im Universum noch an andere Welten zu denken, schon alleine hier ziemlich gut beschäftigt, wenn wir hier die Welten mal durchleben wollen. Eben, das stimmt schon. Und selbst dazu gibt es ja sogar noch eine virtuelle Welt oder dann wieder die Ja. Realität.
Weltwelt, also selbst dann da wieder noch andere Welten, also da kommt man ja gar nicht mehr voran bei so vielen Welten. Na, wir, die Seelen, die jetzt auf dieser Erde sind, sollten sich auch mal auf dieses Leben konzentrieren und nicht irgendwo out of space irgendwo andere Welten erkunden, wenn wir nicht einmal unsere ganze Vorstellung. Mutter Erde gibt uns alles, was wir benötigen, und dafür sollten wir auch etwas zurückgeben oder wenigstens dankbar sein und die Natur genießen. Wir müssen ja nicht immer alle Bäume vom Regenwald abreißen oder roden, noch dämlicher, Bäume verbrennen, dass Platz ist, anstatt sie zu fällen und zu nutzen. Das ist überhaupt das Dämlichere, wenn man in die. Da frage ich mich auch immer, ist es wirklich, liegt es wirklich immer an uns Menschen, zum Beispiel moralisch, ne, zu entscheiden, was ist gut für die Welt, was nicht, wenn es die Welt an sich ermöglicht, also zulässt, dass man so Schlechtes mit der Welt machen kann, indem man irgendwie Regenwälder abholzt oder nicht. Also kann nicht auch eine Teilschuld dann an der Welt als solche, am Leben als solchen liegen, dass es überhaupt zulässig ist, da irgendwie komische Dinge mit dem Leben zu machen. Ich sehe das so. Die Natur kann auch Katastrophen bringen, wie Erdrutsche, Erdbeben, Tsunamis, alles Mögliche. Aber wenn man Tiere betrachtet, die sind unschuldig, die sind rein, die leben nach dem Instinkt, denken nicht nach, verletzen keinen absichtlich, sie wollen einfach leben und sie haben alle ihre eigenen Arten. Also wenn dein Bär gegenübersteht und der will die fressen, dann nur weil du Fleisch für ihn bist. Nicht weil du ein Mensch bist, sondern weil du Fleischnahrung für ihn bist. Und jo. Ja, jetzt halt. Ja. Bin schon wieder ein bisschen den Faden verloren. Also das Leben ist natürlich an sich ziemlich komplex, Ja, wenn man genau. jetzt mal betrachtet. Ich meine, es gibt zum Beispiel Röntgenstrahlung, dann gibt es die Radioaktivitätsstrahlung. Also es gibt ja so viel Strahlung, aber das sehen wir gar nicht mit unseren Ja. Augen. Für uns unsichtbar, aber es gibt es trotzdem. Also was gibt es denn alles im Leben, was wir gar nicht sehen können, was vielleicht nur Insekten sehen oder irgendwie die Katze sehen kann? Ja, also da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben. Wir haben ja nur eine von vielen. Eben, ich glaube, ein einziger Mensch hat nicht mal 0,1% Sicht von dem, was alles passiert auf der Erde allein. Ich meine, ich fände es schon spannend, zum Beispiel, wenn jetzt ein Bakterium mal kurz Mensch wird und Mensch mal kurz Bakterium. Also ich glaube, da wäre aber was los. Dann würden wir denken, wir wären auf einem anderen Planeten gelandet. Ja, das kann gut sein, ja. Und dann wäre es natürlich spannend, wenn dann das Bakterium wirklich ein Mensch wäre, ob man sich sogar mit dem noch gut unterhalten und verstehen könnte. Das ist halt die Frage, wie schnell er lernt, mit dem Körper umzugehen dann und alles zu nutzen. Als Ja, aber Mensch in einem Bakterium wäre wieder einfacher, obwohl wir viel weniger, sagen wir mal, wir sind ein Einzeller. Da hat man nicht die ganzen Möglichkeiten. Wir haben ja Milliarden von Zellen im Gehirn. Und dann kommt ein Bakterium, ein mikroskopisches, und das soll den ganzen Körper übernehmen und dann noch die Sprache sprechen können. Das ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich dann. Ich meine, der Mensch wäre wahrscheinlich vielleicht sogar überfordert mit dem Bakterium sein dann wieder, weil er eben das alles nimmer hat und sich nicht gut ausdrücken kann und einfach mitmachen musste. Dann kann man sich natürlich auch fragen, okay, also Gegenstände, sagen wir, die leben natürlich nicht. Aber wenn man jetzt genau mal gucken würde auf Gegenstände, also Wenn irgendwann. man, sie leben schon, es sind ja auch Atome drinnen, die sich bewegen, Genau. alles ist Schwingung. Ja, also im Prinzip ist das nicht tot, es ist auch Leben, was wir halt als Nicht-Leben wahrnehmen. Für uns sind das nur Objekte, aber in echt steckt Leben drinnen, in allem. Das sind halt andere Formen auch, ne? Ja. Deswegen. Also das ist, fände ich spannend, mal sowas auch, vielleicht nicht für einen ganzen Tag, aber vielleicht mal für eine Minute, so ein Das wäre wieder Leben. interessant, aber ich glaube, wenn du eine Bakterie bist, vergeht die Minute vielleicht langsamer sogar. Als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gepard mal kurz wäre, ne? Ja. Also wenn man natürlich so einen Lebenstausch mal kurz macht, ja, dann auch so, dass diese Fähigkeiten, die man hat, also dass man denken kann, als Mensch können wir ja denken und so weiter, dass man das als Gepard auch übernimmt, dass man nicht als Gepard plötzlich ein Gepard ist, der jetzt irgendwie nicht denkt oder Also, dass nachdenkt. man mit vollem Bewusstsein quasi der Gepard ist. Genau.
Das wäre sehr interessant, wenn wir das so ausprobieren können. Und es wäre wahrscheinlich auch witzig zu sehen, wenn der Gepard dann in deinem Körper ist und einfach die Menschen beißt und auf allen Vieren herumrennt, wahrscheinlich. Ja, also der wüsste ja gar nicht, wie er jetzt mit der Hauskatze, ne, dem Haustier, wie geht Ja, der? eben. Das ist So, schwierig. der würde als Mensch sich dann hinhocken und die Katze versuchen anzufauchen, geht ja gar nicht mehr, weil er Mensch ist. Da wäre ein bisschen Ja. überfordert, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall, wenn ein Mensch, wenn ich in einen Geopard wäre, ich würde das voll ausnutzen. Ich würde auf Bäume klettern wahrscheinlich und irgendwas Verrücktes machen. Da könntest du ja eigentlich dann als, wenn andere wüssten, deine Mitmenschen wüssten, du bist jetzt gerade ein Gepard, dann gehst du mal kurz zu den Olympischen Spielen, zur Leichtathletik und machst dann schön mit beim 100-Meter-Lauf. Ich glaube, da wirst du dann gewinnen. Genau. Aber ich Also habe da. noch. Ich habe noch was Interessantes. Du hast ja vorher gesagt, dass wir das Leben kurz als eine Person betrachten. Ich habe Genau. mal was Interessantes gehört, weil das Universum ist so vernetzt wie unser Gehirn auch, unsere Neuronen. Das schaut die Quantenschwämme und alles, das schaut ziemlich ähnlich aus alles. Also könnte es sein, dass wir wiederum einfach die Neuronen, das Universum von einem noch größeren Wesen sind, was dann auch wieder mit anderen Wesen lebt. Also sprichst du gerade was an, was außerhalb unseres Lebens, unseres Universums jetzt ist, dass da Ja, außerhalb das etwas. wäre dann theoretisch, wenn man die Theorie nehmen würde, dann wäre es innerhalb von einem noch größeren Wesen ein unendliches Universum. Unser Gehirn hat ja auch fast unendlich Kapazität. Und das Ja. ist dann wieder ein Leben, das mit wieder anderen Leben, wo auch wieder ganz viele Universen drin sind, kommunizieren kann und das durch uns denkt und so und wir quasi nur kleine Gedankenanstöße sind dann in dem Universum. Ich muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl, dass das Leben einfach irgend so ein kleiner Junge ist, der seinen Farbkasten ausgepackt hat, der zum Gemälde gegangen ist und einfach mal seine volle Kreativität ausgelebt hat. Und das, was wir da auf dem Gemälde sehen, das ist jetzt unser Leben. Also ein riesiges, riesiges kreatives Schlachtfeld, wo wir uns ausprobieren können und wir sind dann sozusagen in den Farben drin, ja, und leben dann als Farbe in diesem Gemälde Da und gibt es interessante Lieder von Captain Peng. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du ihn? der sagt mir noch nichts, nee. Den musst du mal, ich schreibe da dann nachher. Hör da mal ein paar Lieder an. Das ist ganz interessant auch. Also ich kenne noch Michael Jackson, aber Das ist andere. so, er rappt einfach so Rätsel irgendwie, so tiefer gehende Sachen. Ich schicke dir da ein Lied danach, ja. Aber Ja. gut. Ja, Jo. dass man dann vielleicht sogar sich mal vorstellen kann, naja gut, ich meine, im Leben, da gibt es natürlich auch Dinge wie Licht. Ne? So, und Licht gehört natürlich auch zum Leben. Wenn wir jetzt gerade sagen, naja, wir können jetzt Bakterien uns vielleicht mal kurz tauschen, dann kann man natürlich auch sagen, ich möchte jetzt einfach mal Licht sein. Ja? Und das Licht wird jetzt mal zum Mensch, also wird zu mir und ich werde mal kurz für eine Sekunde Licht, wie sich das anfühlt. Ne? So. Ja, kann ich mir Also nicht erklären. wir haben auch andere Aber Bedürfnisse, wenn wir das. sind ja im Prinzip alle Licht, ne? Ohne Licht zum Beispiel würde man nichts sehen. Ja, also sind wir dann, wenn wir dann mit dem Licht tauschen, reines Licht sind wir dann eigentlich nicht, gar nicht mal so weit weg von uns selbst, wie beim Bakterien zum Beispiel, weil wir ja dann vielleicht selber in uns ein gewisses Licht haben und wir also, wenn wir mit dem Licht tauschen, eigentlich als Licht eine Seele sozusagen sind, also gar nichts tauschen, sondern einfach nur den Körper und alles wegnehmen und als Licht übrig bleibend eine Seele darstellen, ne? Oder sind wir dann völlig etwas Fremdes, weil Licht, vielleicht das Licht einer Lampe jetzt einfach elektrisch mal hergestellt wird und einfach anderes Licht ist, als wir jetzt als Lebenslicht darstellen. Ja. Aber wie sieht da die Verbindung aus? Wäre natürlich auch spannend, ob wir dann plötzlich uns in den Urstand, in der Urform unserer Seele als Licht wiederfinden oder sagen, nee, nee, das Licht, das ist Elektrizität, das ist oder Sonnenlicht oder wo auch immer, das ist was ganz anderes. Aber wie wird sich Die das dann Seele an? persönlich wieder auch oft als Lichtkugel dargestellt, muss man auch dazu sagen. Also ist die Seele quasi reines Licht.
und kann quasi nicht verschmutzt werden. Es gibt ja auf der Welt sogar irgendwo in Indien, glaube ich, eine bestimmte Sekte, will ich jetzt nicht sagen, eine Glaubensrichtung von Menschen, die zum Beispiel aus Köpfen von Menschen und so trinken oder Asche, sich mit Asche von Menschen oder Tieren einreiben, weil sie glauben, das machen die als Provokation, weil sie glauben, nichts kann die Seele verunreinigen. Und darum machen die das als Provokation. Ja, und da sieht man ja auch schon, dass das Leben auch ganz unterschiedlich aufgefasst werden kann. Sicher. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tisch sehen und der eine sitzt unterm Tisch, der andere steht auf dem Tisch, der andere, also ne, du hast ja immer verschiedene Blickwinkel auf diesem Tisch. Und wenn der eine unterm Tisch sagt, was siehst du, wenn du nach oben guckst? Ja, dann sehe ich irgendwie so eine Holzwand, so eine Holzoberfläche. Ja, und dann sagt er, der oben auf dem Tisch steht, was siehst du, wenn du nach oben guckst? Schon ist der Tisch verschwunden. Schon sieht er irgendwie den Himmel oder so. Also da muss er nach unten gucken. Wenn aber der unterm Tisch sitzt, nach unten guckt, dann sieht er auch keinen Tisch mehr, sondern den Teppich oder den Boden. Eben, das Also ist das Gleiche wie mit den Elefanten, was ich vorher genau, angesprochen also habe. wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, das Leben zu betrachten, und keine dieser Betrachtungsweisen ist jetzt per se erstmal falsch. Ja. Ja, alle Blickwinkel können erlaubt und vor allem gestattet und genehmigt sein, Ja. ja, weil es einfach zum Leben gehört, nun mal. Ja, wenn ich das von vorher wiederhole, dass das Leben, die Welt einfach nur ein göttlicher Spielplatz ist, wo man sich austoben kann. Ich meine, man muss nicht unbedingt Menschen umbringen und böse sein. Ich glaube schon, dass Karma es gibt und dass man vielleicht aus vorigen Leben sein Karma mitnimmt etwas. Und das ist dann halt die Frage, wenn man sich ganz blöd anstellt, dass man. Kennst du dich mit Astralwelten aus zum Beispiel? Hast du schon mal was gehört davon? Ja, gehört bestimmt, klar, ne? Aber Da sagt man, es gibt höhere Astralwelten und niedrigere. Und das Astralwesen ist ja quasi die Seele, mit der man reisen kann. ja. Also was ich spannend nochmal zu dem Punkt finde, ist natürlich, wenn wir jetzt uns vielleicht nicht gerade Horoskope angucken, aber hier die Astrophysik oder ja, also da weiter entlang gehen mit den Sternbildern. Ne, so. Und da gibt es dann ja auch, wenn man mal sein, also da musst du ja deinen Geburtsort angeben, deine Zeit, wann du geboren bist, ne, und alles. So, und dann kann man anhand dessen als Horoskop oder sowas erfahren, ne, in dem Jahr, da ist jetzt gerade ein bisschen Spannung, die jetzt kommt, in dem anderen Jahr, da wird es dir besser gehen und so weiter. Und das Spannende ist, dieses Horoskop, solange man nur eben den Ort der Geburt und die Uhrzeit weiß, solange das alles feststellbar ist, das hört nicht auf, das Horoskop, wenn du irgendwann mal gestorben bist mit 80 oder 100 Jahren, das geht immer weiter. Das heißt, du kannst dein Horoskop theoretisch angucken für das Jahr, wenn du 130 bist, also schon gar nicht mehr lebst, und dann gucken, wenn du aber noch weiterleben würdest, was würde es denn dann über dich sagen? Hast du im Jahr 130 gerade ein gutes Jahr vor dir? Also, dass man auch, obwohl es den Tod gibt, sagen kann, vielleicht, dass das Leben gar nicht mal davon ausgeht, vielleicht, dass wir irgendwie sterben oder so, sondern es einfach immer weitermacht und plötzlich fehlt ein Teil und dann verändert sich das Leben erst. Aber dass es jetzt gar nicht von sich aus den Wunsch hat, dass ja, also das Leben irgendwie aufhört. Also es ist ja immer gleichermaßen da. Obwohl es den Tod gibt, ist immer noch Leben da. Also es hat immer so ein Gleichgewicht. Ja, das ist halt das, ich glaube auf Indisch ist das Brahma, Vishnu und Shiva, also quasi Geburt, das Leben und der Tod. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Also ich glaube, dass man wieder in eine andere Welt inkarnieren kann. Zum Beispiel der Dalai Lama hat schon gesagt, dass er über 2000 Mal oder schon so auf der Erde inkarniert ist. Und dann wäre natürlich die Frage, was wäre, wenn man Leben eigentlich an einen Ort transportiert, wo Leben gar nicht möglich ist? Das heißt, wir nehmen ein Stück Leben, meine Vorstellung, packen dieses Stück Leben irgendwo ins Weltall, irgendwo in dieses Vakuum rein, also wo es wirklich nicht geht, ne, Leben. Und da packen wir es aber irgendwo hin, so, und da schwebt das dann vor sich hin. Also was dann wäre, wenn wir Leben an Stellen packen, wo es gar nicht geht? Es Ne? geht ja überall Leben. Zum Beispiel die Bärchentiere können ja auch im Vakuum überleben.
Ja, und da natürlich dann wieder gucken, wird sich das dann da wieder ausbreiten oder erweitern oder würde das Leben das merken, dass wir es an einen Ort packen oder ein Lebewesen an einen Ort packen, wo es eigentlich gar nicht leben kann, aber es jetzt einfach mal austricksen durch irgendwas. Ich meine, im Weltall, da machen wir einfach einen Raumanzug oder was weiß ich. Wir erfinden irgendwas, dass es eben doch geht, am besten auch für unendlich oder für eine sehr, sehr lange Zeit, denn im Weltall geht es, denke ich, mit dem Raumanzug jetzt nicht so super lange. Jedenfalls ein Jahrzehnt schließe ich mal aus. Aber wenn wir es doch möglich machen, also ob das Leben etwas dagegen haben könnte, dass wir die Vorstellung vom Leben, wenn wir es nochmal als Person uns vorstellen, also ob das Leben dann eingreifen würde, wenn es merkt, dass wir da so ein bisschen austricksen. Ja, so. Also dass wir jetzt irgendwie ein Tier, das nur in der Wüste leben kann, jetzt mal in die Antarktis packen, aber es so ermöglichen dem Tier, dass es in der Antarktis leben kann. Also würde das Leben dann irgendwie eingreifen oder wäre es dem dann egal? Das Oder ist ist eine das, sehr interessante Frage. also ist das Leben jemand, wenn es eine Person ist, dass es erschaffen hat, das Leben, so gut es ging? Ich meine, wir haben unsere ganzen logischen, physikalischen Naturgesetze und alles Mögliche. Oder ist das Leben vielleicht einfach, es hat was erschaffen als Person und ist aber nicht mehr da. Es kontrolliert nichts mehr, ist gar nicht mehr da. Und wir können jetzt selber plötzlich was völlig Verrücktes damit anstellen, ohne dass das Leben eingreift, sowieso. Es kommt immer darauf an, das Leben greift, glaube ich, schon viel in unsere Angelegenheiten ein. Zum Beispiel auch, es gibt ja ganz komische Zufälle. Meiner Meinung nach gibt es keine Zufälle, weil zum Beispiel, wenn sich zwei Leute bei irgendeinem Geschäft treffen, ist das ja auch kein Zufall. Beide sind mit der Absicht hingegangen, einzukaufen, und darum ist es wiederum kein Zufall, dass sie sich treffen, weil sie zur gleichen Zeit einkaufen gefahren ist. Darum ist halt die Frage, ob es Zufälle überhaupt gibt. Ja, ich glaube, da hat mal der Harald Lesch ein Video zu gemacht und der meinte, bei so einem Beispiel, naja gut, wir müssen eigentlich nur von diesen zwei Objekten oder Menschen oder was auch immer Zeit und den Ort wissen. Und wenn wir das wissen, können wir errechnen oder berechnen, ob die sich irgendwann an einem Ort, an einem Punkt zusammenfinden, zusammentreffen, und dann ist das kein Zufall mehr, sondern eine Berechnung. Aber er meinte dann auch, es sei aber schwierig, denn man könne nur entweder die Zeit der beiden oder nur den Ort zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit errechnen, aber nicht beides, und dann wird das wieder schwierig werden und das wird dann wieder ein großes Fragezeichen. Naja, also es ist nicht so ganz, ganz möglich, ja, also alles jetzt so berechnen zu können, sodass Na, es dann das spielt. in die Zukunft schauen und so und berechnen, was möglich ist, das finde ich sowieso wieder blöd. Und außerdem, falls das wirklich möglich wäre, die Zukunft ganz genau zu berechnen, hätte das Leben viel weniger Sinn, weil die ganze Spannung rausgenommen wird. Ja. Also wenn wir jetzt wüssten, so bis dahin leben wir, dann sterben wir, das und das werden wir dann tun und machen, wäre langweilig. Denn dann würden auch die Emotionen nicht mehr da sein. Wenn ich jetzt weiß, morgen gehe ich in den Einkaufsladen und werde mich richtig doll streiten mit irgendeinem über die letzte Tomate, die ich einkaufen will, weil es nur noch eine gibt und der will die und ich will die und wir zanken uns jetzt darum. Wenn ich das aber heute weiß, dann gehe ich ja nicht mehr in den Supermarkt, in dem es nur eine Tomate gibt, sondern gehe in einen völlig anderen Supermarkt. Also ich würde es ja schon verändern, die Zukunft, die errechnet wurde, weil die Zukunft, die errechnet wurde, mir vielleicht nicht gefällt. Und mal eine andere Zukunft raus. Oder man sagt, okay, es ist errechnet worden und du hast dich daran zu halten. Du kannst nicht in einen anderen Supermarkt gehen, ob du willst oder nicht. Du musst da hingehen und ich habe es dir gerade errechnet. Du musst alles so machen, wie ich es errechnet habe, weil es so ist, die Zukunft. Und dann gehe ich doch wieder in den Supermarkt rein und weiß aber schon, was mich erwarten wird und bin deswegen aber nicht mehr in dieser Streitlaune, weil ich mir denke, ach, was soll's, soll ja doch die olle Tomate kaufen. Ich will lieber die Banane haben. Also, Ja, aber das ist grundsätzlich nicht möglich, weil wenn man eine Zukunft berechnen kann, gibt es wiederum unendlich andere Zukünfte, die wieder eintreffen können. Man kann es ja, nicht voraussagen. Da müsste wir haben ja man. vielleicht manchmal auch das Gefühl, gerade in so einem Streitgespräch oder mal angenommen, wir werden beleidigt, irgendwie beleidigt und wissen gar nicht jetzt so vielleicht was so sofort zurückzuantworten und eine Stunde später, oh, da fällt uns jetzt aber ein guter Konter ein, aber halt eine Stunde später, kann man gar nicht mehr sagen. Und dann denke ich mir aber, sollten wir uns gar nicht darüber ärgern, dass wir das dann, dass es uns nicht eingefallen ist zu dem Zeitpunkt, weil die Entscheidung, die wir getroffen haben, wie wir reagiert haben auf die Beleidigung, in dem Moment der Gegenwart
die beste Entscheidung war, die wir auch immer treffen konnten, weil ne, dann haben wir sie ja getroffen. Also wenn wir eine Stunde später sind in der Zukunft, die eine Stunde später, da haben wir schon wieder völlig neue Ideen und Gedanken, um auf sowas zu reagieren. Aber in dieser Gegenwart, da gab es die Zukunft noch nicht. In der Gegenwart war das aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart hingesehen der beste Weg, so zu reagieren. Erst in der Zukunft kommt ein anderer Weg. Ja. Also deswegen sollten wir uns gar nicht immer so verurteilen, vielleicht für Entscheidungen, die wir mal in der Vergangenheit getroffen, worüber wir uns ärgern, weil irgendwie war es eine doofe Entscheidung. Weil zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt war es die beste Entscheidung, die wir nun mal treffen konnten. Genau. Erst jetzt in der Zukunft. Ja, ist ja klar, da sind wir ein bisschen weiter in unserer Entwicklung, entscheiden wir halt anders. Darum Also, sollte man sich wirklich mehr im Hier und Jetzt aufhalten und nicht zu viel grübeln über die Vergangenheit. Was hätte man besser? Ich meine, man kann überlegen, was kann ich das nächste Mal machen? Wie kann ich mich ändern? Wie kann ich was verbessern? Da ist die Vergangenheit wieder nützlich. Aber das ist das Gleiche. Man kann auch planen für die Zukunft. Das ist auch nützlich. Aber es wird nie das herauskommen, was du geplant hast. Es wird meistens was anderes passieren. also was ich auch beobachtet hatte, ist, dass manchmal alles auf einmal passiert und manchmal überhaupt nicht. Also manchmal, zum Beispiel in einem Spiel. So, wenn ich da jetzt irgendeine Gemeinschaft habe mit so und so vielen Leuten und ich habe noch 5 Plätze frei, ne? Und dann kann es sein, an einem Abend voll. Ich habe jetzt die volle Ja. Gemeinschaft beisammen, ohne Probleme. Und am anderen Tag wieder ein paar Plätze frei. Ich kriege die überhaupt nicht voll, geht gar nichts voran. Also manchmal geht etwas ziemlich leicht und ohne Widerstand. Und dasselbe geht am nächsten Tag aber total schwer und mit viel Widerstand. Ne? Ja, Also das gibt's, glaube ich, in jeder Lebenslage. eben, ne? Also man hat immer, manchmal merkt man das Leben, das hebt einen sogar empor in irgendeiner Situation und dann denkst du dir, boah, das Leben, das bremst dich jetzt aber voll und zieht dich hinunter. Wobei beides eigentlich nicht schlecht ist, weil das Leben etwas mit dir macht. Solange das Leben etwas mit dir unternimmt, sage ich mal, kann es wiederum nie langweilig und kein Stillstand werden. Ja, das ist spannend. Über das Leben kann man einfach viel zu viel philosophieren. Weil man kann immer wieder was Neues finden. Aber ich würde sagen, wir hören langsam auf. Wir sind jetzt schon über einer Stunde. Ja, Okay. da haben wir für unser erstes Pilotprojekt, unser erstes Video schon ordentlich Content Mal geliefert. anschauen, wie die Communities darauf reagieren. Ja, da Und bin ich den mal Rest gespannt. besprechen wir dann wieder privat. Und ich als Wizard will mich herzlich bei beiden Communities, die bis zum Ende geguckt haben, bedanken. Und habt noch einen schönen Abend, wenn das Video kommt, oder ein schönes Leben, wie man es nimmt. Und ja, willst du auch noch was sagen? Ja, also schreibt gerne vor allem auch mal in die Kommentare, wie euch jetzt das Format hier gefallen hat. Wollt Genau. ihr das öfter sehen? Und Gefällt habt ihr Themen zum Beispiel auch, über die wir philosophieren euch? können? Vorschläge sind natürlich auch gerne erwünscht. Ja, also da zögert nicht und schreibt bitte jetzt eure Meinung in die Kommentare. Na gut, das war's dann vom Nachdenker und mir und Peace out. Auf Wiedersehen.